Hallo, liebe Zuschauer. Wenn du mehr über Thailand, im Speziellen über Koh Samui, wissen möchtest, dann bist du bei mir richtig. Ja, mein Name ist Florenz Kittel. Ich wohne jetzt hier auf dieser wunderbaren Insel schon seit 7 Jahren und betreibe meinen YouTube-Kanal 6 Jahre etwa und habe über 1000 Videos hochgeladen. Wenn du mal in der Vogelperspektive Koh Samui sehen möchtest, dann bist du bei mir richtig, denn ich bin schon 2-mal komplett hier rumgeflogen. Wenn du die Nase voll hast von Deutschland und du möchtest raus, dann bist du bei mir richtig, denn ich habe auch eine Playliste speziell für die Auswanderer. Da könnt ihr hier oben mal draufklicken und da bekommt ihr den Ablaufplan, wie ihr das machen könnt, um nach Thailand auszuwandern oder in ein anderes Land. Kein Problem. Wenn du alleine nach Thailand kommst, habe ich für dich auch eine Hilfe. Hier ist die Playliste über Dating, wie man das vernünftig anstellt, dass man nicht in diese Falle reinläuft, was man immer so hört von den Thai-Frauen. Das ist nur ein kleiner Bruchteil. Ansonsten sind die Frauen ganz normal, genauso wie die deutschen Frauen. Die haben eben halt nur eine andere Kultur und andere Lebensauffassungen und da muss man sich ein bisschen mit befassen. Und dafür habe ich auch diese Playliste gemacht für dich. Wenn du nach hier kommen möchtest und du möchtest gerne deinen Strand sehen, dann habe ich auch eine Playliste für dich, denn ich bin ja schon über 2-mal, jetzt zum 3. Mal fliege ich eher um diese Insel. Und da findest du hundertprozentig dein Strandresort oder dein Strandhotel. Und dann kannst du mal sehen, wie es in Wirklichkeit dort aussieht. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit. Und ich freue mich, dich hier zu sehen. Ja, wenn du hier auf Koh Samui bist, kann es auch schon mal langweilig werden, wenn du über viele Monate hier bist. Da habe ich auch was für dich. Da habe ich hier eine Playliste, Don Sack zum Beispiel, in K.O. Sock, wird demnächst vervollständigt, wenn also die Quarantäne hier vorbei ist. Dann werden wir also auch Ausflüge machen. Wir sind also immer auf Trab, um neue Urlaubsziele für dich zu finden. Ja, und ganz speziell haben wir Kaffee trinken bei Florenz. Da haben wir auch eine Playliste. Da sind sämtliche Informationen zusammengebündelt mit meinem Freund Ralf, der in der Touristenbranche tätig ist und sich optimal da auskennt, welche Regeln jetzt momentan bestehen. Das machen wir immer samstags. Wir zeichnen die Aufzeichnung mittwochs auf, damit ich Zeit genug habe, um sie zu komplettieren. Und dann werden sie samstags ausgestrahlt. Ist aber nicht jeden Samstag. Ja, und wenn du ein Drohnenpilot bist, da habe ich für dich ein Tutorial. Ich habe also mal alles so zusammengefasst, was ich in den 7 Flugjahren gelernt habe mit den Drohnen. Ich bin früher mal beim Militär Hubschrauberpilot gewesen und habe also ziemlich gute Grundkenntnisse und habe auch meine Drohnen selber gebaut, anfangs vor 7 Jahren. Und jetzt fliege ich mit der DJI Pro 2. Und da sind so ein paar Dinge, die ich dir vielleicht noch beibringen kann, vor allen Dingen mit der Litchi-App, damit die Drohne dann auch automatisch fliegen kann. Ja, und wir haben auch schlechte Zeiten, das merken wir ja alle und vor allen Dingen hier auf unserer Insel. Und dafür habe ich Hilfsprogramme in die Welt geschafft, meine Patenschaften. Momentan ist aktuell die Patenschaft 1 mit der Oma, die wir begleiten, die 90 Jahre schon ist. Und dann haben wir die Patenschaft 3. Das ist eine Großfamilie mit 12 Köpfen. Und da versuchen wir, denen auch zu helfen, weil sie ja die finanziellen Mittel nicht haben, auch für ein eigenes Haus. Das ist eine Baracke, das ist noch nicht mal eine Baracke. Was sie da haben, da ist unser nächstes Projekt, denen über Spenden ein Haus, ein ganz einfaches Haus hinzustellen, aber dass sie ein Dach über den Kopf haben. Das kannst du denn auch sehen. Ja, und wenn du dich für den Alltag hier auf Koh Samui dich interessierst, weil du zum Beispiel nach hier kommen möchtest, da habe ich über fast 200 Filme, kann ich hier mal verlinken, vom Postboten, wo man was kaufen kann. All die Dinge, die normalerweise, die Informationen, die zum alltäglichen Leben gehören, die habe ich damit aufgeführt. Ja, und manchmal, wenn meine Freundin Zeit hat, wirkt sie auch in den Filmen mit. Komm her, Schatzi!
Hallo, liebe Zuschauer. Mein Name ist Pitti. Hat sie doch fein gelernt, hä? Ja, sie muss ja arbeiten. Einer muss ja hier arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, und wir würden uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Und wir sehen uns beim nächsten Highlight. Tschüss. Tschüss.